Dieses Video ist die Fortsetzung vom letzten Video. Ich wiederhole das nicht. Wenn du es noch nicht gesehen hast, dann schau es dir bitte an. Denn ich selber weiß noch gar nicht, was für ein Titel dieses Video bekommen wird. Es geht einfach darum, wenn wir, weißt du, viel merken wir gar nicht, dass wir zu fest in den Energien von anderen waren. Und ich nehme an, du bist ein empathischer Mensch, wenn du meine Videos verfolgst. Und als empathischer Mensch ist man sehr viel in den Energien von anderen und merkt es oft nicht. Und was wir dann tun, ist uns zu schützen. Und ich bin wirklich kein Freund vor sich schützen, weil wenn man sich schützt, dann verleugnet man seine Gaben, oder? Ich meine, dass du andere wahrnimmst, das ist deine Gabe. Aber das Problem ist, wenn du dann zu fest in den Energien von anderen bist, kann es sein, dass du dich selber verlierst. Und anstatt dieses Hin und Her zwischen Schützen und wieder Dasein für die Menschen und finde einen Mittelweg. Und genau um diesen Mittelweg geht es jetzt in diesem Video. Wie kannst du einen Mittelweg finden, dass du deine empathischen Zentren, sage ich mal, im Human Design sind es die offenen Zentren, dass du wirklich dich nicht verschließt, deine Gabe entsprechend, dass du dich nicht verschließt, sondern wirklich zu dir stehst und sagst, hey, ich spüre jetzt halt die Emotionen, die Gefühle von den Menschen, ich spüre jetzt halt die Sorgen von den Menschen, ich spüre halt den Stress oder was auch immer, ich spüre die Gedanken von den Menschen. Das ist eine Gabe, das bist du. Aber was kannst du tun, dass du dich nicht verlierst darin? Was kannst du tun, dass du immer wieder zu dir zurückfindest? Was kannst du da tun? Und genau darum geht es in diesem Video. Also bleib dran. Ich habe es ja schon quasi angesprochen, und zwar ist es wirklich, wenn du offene Zentren hast, also ich empfehle dir wirklich, wenn du das Human Design noch nicht gemacht hast, dann mach's bitte. Es ist so wichtig zu wissen, wo dass du beeinflussbar bist vom Außen. Dazu gleich noch mehr. Aber wenn du es dann weißt, oder? Sagen wir jetzt mal, du weißt, du hast eine offene Wurzel, habe ich auch. Dann spürst du so ein bisschen den Druck und den Stress. Also wenn du es jetzt auch noch nicht weißt, hör einfach bitte zu, fühl mal in dich hinein, dass du so ein bisschen den Druck und den Stress von anderen Menschen fühlst. Ich habe das, ich habe ein offenes Wurzelzentrum. Und das heißt, wenn andere, ich habe zum Beispiel auch auf meinem Handy steht, no call, just SMS. Also mich muss man nicht anrufen, weil das stresst mich. Wenn man mich anruft, das bringt mich so, ich bin in meinem Flow. Und wichtig ist schon mal Regeln, dass du definierst, was brauche ich? Deine Werte definierst, was brauche ich? Okay, du weißt jetzt, also ich weiß jetzt für mich, hey, ich habe ein offenes Wurzelzentrum, man kann mich schnell mal stressen, also mache ich Maßnahmen, wo ich nicht in Stress komme, und die kommuniziere ich klar gegen außen. Eben indem ich zum Beispiel sage, ruf mich nicht an und reiß mich nicht aus meinen Energien raus, sondern du kannst mir ein SMS schreiben und sagen, hey, können wir kurz telefonieren? Und dann kann ich sagen, ja, gerade ja oder nein, oder ich melde mich dann, wenn ich Zeit habe. Weißt du, oder zum Beispiel Emotionen, dass du, wenn du die Emotionen von anderen extrem spürst, dass du dich nicht schützt, sondern vielleicht die Menschen ansprichst, sagst, hey, ich fühle gerade eine Traurigkeit, bist du traurig? Weißt du, dass du mal, also was ich damit sagen will, erstens mal Werte klar kommunizieren gegen außen, aber dann auch mal zu definieren, was bin ich? Was sind die anderen? Und das ist nicht einfach herauszufinden, ist das jetzt meine Energie oder ist es die Energie vom anderen? Weißt du, schon das alleine ist gar nicht so einfach. Dann kann es sein, dass du vielleicht zu fest im Verstand von anderen bist. Also je nachdem, welche Zentren du offen hast. Zum Beispiel, ich habe auch ein offenes Verstandszentrum. Das heißt, es ist so, ich merke viel, nehme ich Gedanken von anderen wahr und hatte immer das Gefühl, es sind meine Gedanken. Also ähnlich Telepathie, das klingt jetzt so abgedroschen, aber mehr so, ich habe viel Gedanken erhascht von anderen. Und vielleicht, ich spiele jetzt mal in dich hinein, vielleicht geht es dir auch so, dass du viel gemerkt hast, was andere denken. Oder viel gemerkt hast, ey, die sprechen über mich. Du hast einfach gewusst, du hast einfach gespürt. Eben nicht gespürt in den Emotionen, sondern du hast gespürt, weil du die Gedanken quasi erhascht hast. Und du musst dir nicht vorstellen, das sind nicht 1:1 Gedanken, was die anderen haben, aber es ist so ein Wissen. Es ist einfach ein Wissen,
du weißt, was die denken. Weißt du, das kennst du sicherlich. Und genau das ist, kann sein, dass du ein offenes Verstandszentrum hast. Und auch da, ich habe viel gemerkt, jetzt diesen Sommer, dass ich vielen Gedanken von den anderen Menschen war. Ich war manchmal fast ein bisschen verwirrt oder sogar kontrolliert oder eben gestresst. Und weißt du, und deshalb sage ich, definiere mal, finde heraus, sind es meine Energien oder bin ich in den Energien von den anderen? Also du brauchst zuerst mal Klarheit. Klarheit, was bin ich? Was ist das Außen? Und damit du das machen kannst, musst du Rückzug machen. Ich gehe jetzt nochmal auf Human Design ein, weil im Human Design gibt es die Typenreflektoren. Von denen gibt es nur 1% auf der ganzen Welt. Also 1% von der Menschheit sind so. Und die sind komplett offen. Die haben so viele, die sind so beeinflussbar. Die sind, und die haben auch Mühe, rauszufinden, wer sind sie selber denn eigentlich? Weil die immer in den Energien von den anderen leben. Das ist quasi, die dürfen das nicht aufnehmen, sondern nur reflektieren. Das sind eigentlich Spiegeln von anderen. Das ist eine Riesengabe. Das ist eine Wahnsinnsgabe, was diese Menschen haben. Nur das Problem ist, wenn du dir das nicht bewusst bist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Reflektor bist und du bist dir das nicht bewusst, dann bist du andauernd in den Energien von anderen. Und das ist echt ermüdend, weil das bist nicht du. Doch, das bist du an dem Tag, wo du mit diesem Menschen zusammen bist. Aber am nächsten Tag bist du eigentlich schon in anderen Energien und bist jemand anderes. Und bei mir war das zum Beispiel so, mit meinem offenen Emotionszentrum, dass ich vieles Gefühl hatte, ich sei emotional instabil. Bin ich nicht. Ich bin nicht emotional instabil, aber ich spüre die halbe Welt. Scheiße. Und aber anstatt mich zu schützen, muss ich einfach lernen, damit umzugehen. Weißt du? Darum geht es mir. Also was solltest du jetzt tun? Das Wort sagt schon, reflektieren. Reflektieren heißt Rückzug. Schau dir das letzte Video an, was ich gemacht habe. Da habe ich es ganz genau gesagt, wegen dem Rückzug. Ich wiederhole das nicht, weil sonst wird das Video zu lange. Schau dir es bitte an, das letzte Video, wo ich mir die geistige Welt eigentlich die Botschaft gebracht hat, von wegen, daraus ist jetzt dieses Video entstanden. War eigentlich schon vorher. Egal. Auf jeden Fall Rückzug. Das heißt, jetzt von der Außenwelt ein bisschen zurückziehen, weil jetzt ist so der Herbst, oder? Jetzt waren wir im Sommer zu fest im Draußen, zu fest in den Energien, zu fest in den Partys. Jetzt Rückzug und reflektieren. Was sind deine Energien? Wer bist du? Warst du vielleicht zu fest in den Energien von den anderen? Einfach Selbstfindung ist dir wieder angesagt. Und sowieso habe ich auch im letzten Video schon gesagt, hey, wir kommen ins 2024 und das wurde ein als krasses Jahr prophezeit, das Jahr der Ernte. Aber damit du ernten kannst, musst du in diesem Jahr noch all diesen alten Schrott loslassen. Und deshalb kommen momentan ganz viele Trigger im Außen. Es kann auch sein, dass es dich so heftig durchschüttelt wie mich momentan. Also, wenn du wissen willst, was bei mir gerade los ist, ich muss zuerst selber mal verdauen, ein bisschen sortieren das Ganze. Aber abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Dann wirst du rausfinden in der nächsten Zeit, wenn ich dann mal so ein bisschen... Also es sind viele Trigger da im Außen, wo das Ganze genau hinführt, weiß ich selber noch nicht. Lass mich das zuerst mal sortieren und dann komme ich dann mit meinem Learning. Ich komme immer mit meinem Learning und gebe es dann weiter. Aber das muss ich zuerst mal selber verdauen. Von daher, genau... Also abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Wo war ich? Ist gut, wenn man aufnimmt, weil dann kann man zurückspulen und schauen, was man gesagt hat. Wenn man selber verwirrt ist, verdammt nochmal, bin ich völlig durcheinander momentan. Aber, ja, kommt auch wieder, muss manchmal sein, gell? Ja, eben Rückzug, reflektieren. Und eben diese Zeit ist momentan sehr wichtig, dass du reflektierst, auch Wiederholungsmuster erkennst und sie auflöst, dass du wirklich ehrlich bist, auch aus diesem Opfertum dich befreist. Und habe ich mich selber wieder erwischt, wo ich gemerkt habe, verdammt, habe ich noch so viele Opferhaltungen in mir. Das muss jetzt gehen. Genau solche Dinge müssen gehen. Und da wirst du getriggert im Außen, da musst du hinschauen. Und dann eben zurückziehen, reflektieren und ins Herz horchen. Wirklich bei dir anzukommen. Gewahr sein. Das sind alles so Wörter, so what? Das sind alles so Riesenwörter. Einfach, du musst dir deine Präsenz bewusst werden. Also bewusst werden, reflektieren, was war außen, was war ich. Und dann
Rückzug in deine Energie und dann deine Präsenz wahrnehmen. Wahrnehmen, wie fühle ich mich an, wenn ich alleine bin? Wie fühle ich mich an, wenn keine anderen Energien sind? Wie bin ich? Wer bin ich? Hey, und glaub mir, ich bin mein ganzes Leben schon dran, rauszufinden, wer ich bin. Bei mir ist die Astrologie, ich habe ein crazy Astrologie-Ding, egal, nicht mehr dazu, aber ich habe eigentlich, das ist meine Lebensaufgabe und deshalb auch dieser YouTube-Kanal, weil ich aus Erfahrung spreche, weil ich weiß, wie anstrengend es ist, wenn man nie weiß, wer man wirklich ist. Und ich bin so richtig in BAM! Ich habe schon immer eben so auf diesen Selbstfindungstrip, aber ich merke gerade die momentanen Energien, jetzt geht es aufs Ganze. Also wirklich, dieses Jahr wird noch richtig krass. Und deshalb möchte ich dir sagen, schau hin. Wirklich, schau jetzt ganz krass hin, reflektiere und schau genau, was ist wirklich meine Präsenz? Was sind meine Energien? Und das bringt uns in dieses Hohepriesterinnensein. Darüber habe ich auch schon viele Male gesprochen, mache ich nicht ausführlich, weil sonst wird das Video ellenlang. Hohepriesterin nur ganz kurz ist, oder auch Hohepriester ist, wir waren so die Narren, die Prinzen, weißt du, und die Prinzessinnen, wo diese Illusionen von der Hollywood-Story, von unserem Leben hatten. Und dann irgendwann mal werden wir zu König und Königin, wo wir denken, ich möchte die ganze Welt, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte alles. Und sowieso bin ich mir für alles zu schade. Klingt jetzt ein bisschen abgedroschen. Und irgendwann mal kommst du langsam ins Hohepriesterinnensein, wo du merkst, hey, ich brauche gar nichts. Ich brauche nur mich selber. Kennst du das? So, zurück. Und die Hohepriesterin und der Hohepriester sind Menschen, die sind ganz bei sich. Die sind sich ihrer Präsenz bewusst, die nehmen wahr. Die verschließen sich nicht und die schützen sich auch nicht von anderen Energien, aber sie sind bewusst, immer wieder ziehen sich zurück in ihre Energie. Wahrnehmen, ruhig, reflektieren, atmen, schauen, wer bin ich, fühlen, diese Energie. Und das ist eine Riesen-Challenge. Das ist eine Riesen-Challenge. Und ich lebe das schon sehr lange, diese Hohepriesterin sein. Und immer wieder erwische ich mich, dass ich wieder abdrifte. Das Hohepriesterin sein ist eine Wahnsinns-Challenge, weil wir so krass im Außen waren, oder sagen wir so, dieses patriarchische Getue, was wir über Jahrzehnten, Jahrhunderten gelebt haben, geht jetzt langsam weg. Aber ich habe gerade erst ein Video gesehen, Ego-Tod. Wir sprechen noch immer, wow, jetzt wird es lang. Ich muss ein anderes Video darüber machen. Ich habe viel zu sagen, ihr seht. Also das Ego, das stirbt. Und mit Ego haben wir eben das Gefühl, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, weil die Spirituellen kommen immer mit diesem, du musst halt dein Ego ablassen. Und dann macht es mir so, lass doch dein Ego selber ab. Nein, weißt du, was ich meine? Wir haben dieses Ego. Bis ans Lebensende arbeiten wir an diesem Ego, weil wir das sind. Also von daher, hört auf mit diesem Ego-Gequatsche. Ego-Tod. Du wirst mehrere Ego-Tods haben. Und nimm sie an. Es ist nichts Negatives, wie die Spirituellen immer so tun, von wegen, du bist halt noch zu fest in deinem Ego. Das ist so das Herablassen, dass die sind am meisten in ihrem Ego. Deshalb streich das. Ein Ego-Tod ist quasi so dieses, eben in dieses Hohepriesterin-Sein kommen, dieses, fuck, ich werde so getriggert. Und was triggert es? Mein Ego. Es triggert mich. Und ganz ehrlich, ich bin auch wieder gerade ein Ego-Tod am Sterben momentan, aber sowas von krass. Weil ich merke, scheiße. Aber es ist okay. Es ist sowas von okay. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Ihr seht, wie verwirrt ich momentan bin. Aber ist okay. Aber ich möchte dir damit sagen, eine Hohepriesterin kämpft nicht mehr. Die ist einfach da und sie nimmt einfach an. Das versuche ich momentan wirklich. Ich sehe die Trigger im Außen und ich fühle sie. Ich atme da rein. Ich werde mir meine Präsenz irgendwie mehr wahr. Ich war zu fest im Außen. Ich war zu fest gestresst von Energien von anderen. Ich war zu fest im Verstand. Ich war zu fest
mein Leben lang zu fest in den Herzenswünschen von anderen. Ich habe immer ein Leben von anderen gelebt. Und erst jetzt richtig merke ich, oder sagen wir es so, in meiner Selbstständigkeit weiß ich schon lange, aber im Privatleben ist immer noch so diese, was will ich eigentlich? Hey, weißt du überhaupt, was du willst? Finde ich total anstrengend zu wissen, was ich will. Und das Geile ist, das Universum ist momentan so wie ein Buffet. So kommt es mir vor. Die präsentieren ein Buffet. Was möchtest du? Und ich war natürlich bis jetzt immer so, ich habe mich immer leiten lassen. Also ich war eben mal die Prinzessin, die alles und leichtgläubig und dann wurde ich zur Königin, wo die ganze Welt wollte. Und dann habe ich angefangen, das Ego loszulassen und mich leiten zu lassen vom Universum. Aber jetzt kommt der Moment, wo das Universum sagt, oh, stopp mal, du hast einen eigenen Willen, du hast einen freien Willen. Was willst du eigentlich? Und dann merke ich bei mir so, keine Ahnung. Das ist diese Energie momentan. Also auch das ist wie ein Ego-Tod, wo das Universum die plötzlich sagt, wow, du machst dich da abhängig von uns? So nicht, Mädchen. Definier mal, was willst du eigentlich? Das ist so der Trick an mich. Weiß ich nicht. Ich bin hier, um zu dienen. Leitet mich. Warum leitet ihr mich nicht? Was soll das? Weißt du so, und dieses, was will ich denn? Was will ich? Wer bin ich? Wer ist diese Hohepriesterin? Definiere, wer ist diese Hohepriesterin? Wer ist dieser Hohepriester da in dir? Definiere das. Wer ist deine Präsenz? Wer bist du? Fühle da wirklich hinein. In deinen vier Wänden. Fühle, horche, spüre. Was bin ich? Wie bin ich, wenn ich alleine bin? Wie fühlt sich dieser Zustand an? Hey, ich bin echt am Fliegen, wenn ich alleine bin. Ich bin zeitlos. Ich bin ruhig. Ich bin aber manchmal auch crazy. Ich bin alles. Ich bin wirklich mehrere Facetten. Und das bin ich. Ich bin ein MG. Ich bin bunt. Und das ist okay. Und ich hatte so viele Male, dass mich Menschen in das Kontrolliertsein reinbringen wollten, so, wo ich einfach zu anstrengend war. So, Sandy, also, ich war immer zu wenig kontrolliert. Ich war immer zu emotional, zu viel. Einfach darüber habe ich auch erst gerade ein Video gemacht. Und das einfach anzunehmen, zu sagen, hey, aber genau das ist meine Gabe. Genau das bin ich. Ich bin facettenreich. Ich bin so. Und das ist eine Gabe. Und du musst einfach lernen, mit dieser Gabe umzugehen. Und deshalb ist es wichtig, dir deine Präsenz bewusst zu werden. Wer bin ich? Und einfach gewahr sein. Atmen, fühlen, ins Herz kommen, raus aus den Energien von den anderen, in deine Energie und rausfinden. Und wenn du das weißt, kannst du auch immer viel schneller switchen, weißt du? Dann verlierst du dich auch nicht mehr in den Energien, dann kannst du es schnell mal switchen. Oder erwischt dich, wenn du zu fest in den Energien von anderen bist. Hey, du siehst, ich habe noch sehr, sehr viel zu sagen. Das Video wird wohl wieder ellenlang und ich bin sowieso viel zu verwirrt, um noch mehr Klarheit reinzubringen. Es bleibt spannend. Also, meine Lieben, ich möchte euch jetzt ganz krass intensiv, ich möchte mehr Videos machen, aber ich habe so viele Kunden momentan, dass ich merke, meine Videos kommen zu kurz und ich muss mir wirklich die Zeit einräumen, trotz Chaos, dass ich wirklich genug Videos machen, ein bisschen mehr, dass ich euch noch mehr unterstützen kann. Wenn es hier zu wenige sind, hey, komm einfach in mein Schnuppergespräch und arbeiten wir 1:1 zusammen. Oder eben, mach das Human Design. Ich kann das jedem ans Herzen legen. Ich verlinke das hier unterhalb, dass du wirklich mal weißt, wo bin ich beeinflussbar im Außen. Und wenn du das weißt, das gibt dir schon so einen Befreiungsschlag. Und dann kannst du anfangen, daran zu arbeiten. Ebenso wie ich, dass du dann wirklich herausfinden kannst, wer bin ich, was ist meine Präsenz? Und da anfangen kannst, reinzufühlen. Also, wenn du noch nicht abonniert hast, mach's jetzt, weil es bleibt spannend. Ich sag's dir momentan, Chaos pur in meinem Leben, aber echt geil, es geht was. Mehr dazu bald, wenn ich das Ganze sortiert habe. Hey, und ich freue mich. Mach bitte das Human Design. Ich verlinke es hier unten halb und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Schaut gut zu euch und bis dann.